Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich. Hey, was ganz Außergewöhnliches auf diesem Kanal. Nein, ja, ich mache ziemlich viele Unboxings, ne? Ja, aber ansonsten mache ich auch gerne Beauty-Videos und Style-and-Talk-Videos und Tests und Reviews und alles. Claudi testet wirklich alles. Manchmal ist auch mein Hund Sammy mit dabei, aber heute geht es um eine Fressbox. Denn auch Essen gibt es auf meinem Kanal. Super. Und ja, ich quatsch. Ich habe hier die Bumsbox. Das ist die Bild am Sonntag Snackbox. Und ja, die möchte ich mit dir zusammen aufmachen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Denn in diesem Video wird gegessen. Dann wirst du wahrscheinlich Hunger kriegen. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Bumsbox ist eine Snackbox, die monatlich erscheint und die kostet so um die 15 Euro. Ne? Das kannst du dir im Abo bestellen, je nachdem, was für ein Abo du haben möchtest. Und ich bekomme die kostenlos zur Verfügung gestellt von boxpalast.de. Ich habe die nämlich gerade vor mir stehen, deswegen linse ich da schon so ein bisschen rein. Und ja, so sieht sie heute aus und da ist tatsächlich auch irgendwas drauf, was ich mir gleich mal genauer anschauen werde. Ich wollte nur vorab sagen, in diesem Video kannst du auch tatsächlich eine Box gewinnen. Diese Verlosung geht auch wirklich nur eine Woche, weil das eine relativ schnelle Geschichte sein wird. Du solltest dafür aber Abonnent meines Kanals sein und das kannst du gerne tun. Klick einfach auf den Abo-Button und ja, alles andere steht unten in der Infobox. Schau einfach rein. Ich habe Hunger, ich mache die jetzt auf. Es ist ja 8 Uhr abends und ich habe Hunger. Das ist quasi jetzt mein Abendbrot. Nicht gerade gesund wahrscheinlich, aber was soll's. So. Weil ich die kostenlos zur Verfügung gestellt bekomme, kriege ich auch immer ein Liebesbriefchen. Ein Liebesbrief quasi von der lieben Charlotte. Liebe Claudia, passend zum Muttertag liefern wir dir die perfekte Snackbox für die beste Mama. Egal ob für deine Mama, deine Oma oder für dich selbst. Ganz viel Spaß beim Snacken. Liebe Grüße, Charlotte aus dem Bumsbox-Team. Danke, Charlotte. Also ich werde auf jeden Fall Muttertag feiern. Ich weiß nur noch nicht, mit welcher meiner vier Mütter. Ich habe eine normale Mama, dann habe ich eine Stiefmama quasi, dann habe ich eine Schwiegermama in Spee und ich habe eine Stiefschwiegermama in Spee. Und eigentlich habe ich auch noch eine Oma und eine Schwiegeroma in Spee. Ihr wisst, was ich meine. Also, Motto ist Muttertag, dann gucken wir mal, was der Muttertag so kann. Als erstes habe ich hier ein Produkt drin, das ist Popcorn. Original Wild Corn Dragon Spice. Oh je, mit Ingwer, Pfeffer und Zimt. Oh Gott im Himmel. Ingwer, Pfeffer und Zimt. Also Leute, das wird richtig scharf, ne? Naja, so sieht auf jeden Fall die Verpackung aus. Und wir haben ja gesagt, dass Claudia hier auch in diesem Video einiges testen wird. Also fangen wir damit mal an. Wobei ich erstmal mich hier von diesem Karton befreien möchte. Das heißt, ich nehme die Box hier mal eben kurz auch raus. Die dieses Mal echt schwer ist, Leute. So, ne? Hier ist die Box, wie sie normalerweise auch aussieht. Da steht auch drauf, eine Box zum Glücklichsein. Und Leute, die ist schwer. Die ist echt schwer. So, dann fangen wir doch mal an mit diesem Ding. Ich liebe Popcorn, ne? Aber was zum Teufel hat Popcorn, was sehr süß schmeckt, mit Ingwer, Pfeffer und Zimt zu tun? Das riecht hier sowas von indisch raus. Wie indisches Curry. Ja, sieht harmlos aus, ne? Wie ganz normales Popcorn. Aber, ne? Guckt man sich so ein Ding näher an, dann erkennt man, wie wenig harmlos das ist. Es geht. Es hat tatsächlich auch was von Curry, aber ganz ehrlich, ich nehme da lieber tatsächlich ganz normales Popcorn. Ja. Also diese etwas weißeren, die schmecken nicht so extrem. Die schmecken eher nach nichts. Und manchmal hast du einen dabei, der halt ein bisschen mehr getränkt ist, aber muss jetzt nicht unbedingt sein, ist einfach mal ganz witzig, ne? Nicht frittiert, ist dann halt auch ein bisschen gesünder.
kein Must-Have. Jetzt gucken wir mal in die Box. Der Deckel pupst hier mal ganz entspannt vor sich hin. So sieht die Box von innen aus, also wenn ich jetzt den Deckel abmache. Ja. Und hier hast du das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Das Motto ist da oben, da vorne drauf nochmal erklärt. Und das wäre ja cool, ne? Wenn hier auch, also meistens hast du dann auch wirklich das drin, was hier drauf ist. Also sprich, diesen Brotaufstrich, der wird da wahrscheinlich drin sein. Und auch so Pralinen, ne? Mit Schoki kriegt man nicht. Ja, genau. Ja, ne? So, dann hast du hier noch so einen Gutschein mit dabei von meinem Müsli. Das hast du irgendwie gefühlt überall mit drin. Ist jetzt nichts Spannendes, ne? Also habe ich auch schon mal getestet. Ich mag mein Müsli gerne. Ja, ne? Kannst du halt dein Müsli selber mixen. So, als erstes oder als zweites, ich hatte ja schon das Popcorn, habe ich hier von Three Bears oder drei Bears, nee, Three Bears, ne? Porridge, genau richtig. Mohnige Banane, oh lecker. Kernig und mit 32% Frucht. Das ist eine große Packung. Das war schon mal irgendwo in der Box auch mit drin. Ich glaube aber, dass es eher eine Brigitte-Box war oder eine Barbara-Box. Aber ich mag das sehr gerne. Ich esse auch unheimlich gerne Porridge. Das hier wird entweder bei mir zu Hause bleiben fürs Wochenende oder auf die Arbeit wandern. Mal gucken. Aber das finde ich auf jeden Fall cool. Und Banane und Mohn sieht schon mal sehr lecker aus, ne? Das sieht hier auch so ein bisschen aus, als wären das hier so Bananenstückchen. Oder Schoki? Ne, ich glaube, das ist die Banane. Freue ich mich drauf. Cool. Sowas kann man auch gut zum Muttertagsbrunch essen, finde ich, ne? Genau. So, dann habe ich hier etwas von Little Lunch mit drin. Sowohl Three Bears als auch Little Lunch waren beide schon bei der Höhle der Löwen. Das finde ich cool, dass solche Produkte es auch mit in die Boxen schaffen. Ne? Richtig geil. Das hatte ich auch schon mal. Das ist lecker. Marokkanischer Bio-Gemüse-Eintopf. Leckerer und gehaltvoller Eintopf aus besten Bio-Zutaten. Und ja, das ist einfach praktisch. Das stelle ich mir auch auf die Arbeit. Und wenn ich mal einfach keinen Bock hatte zu kochen, dann wird es rausgeholt und warm gemacht. Und dann habe ich eine kleine Mahlzeit. Davon werde ich mehr als satt. Also kriege ich fast schon nicht auf. Da sind 350 Milliliter drin. Ne? Aber es ist richtig, richtig lecker. Ne? Ja. Womit ist das? Süßkartoffel und... Warte. Ich sage immer, warte zur Kamera, ne? Wo soll die Kamera hinlaufen? Ja. Guten Morgen, Claudi. Guten Abend. Doch, hier steht's. Tomaten, Kichererbsen, Süßkartoffeln, Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Zucchini. Lecker. Das wird gut, da freue ich mich drauf. Ja. Dann habe ich hier Likör 43 Oro Chata mit drin. Das wird auf jeden Fall in Mamas Muttertagsbox wandern. Ich habe tatsächlich schon zwei Muttertagsboxen gepackt. Eine für meine Mama und eine für meine Schwiegermama, also für die Mama von meinem Freund. Ja, ne? So Beautyboxen und so ein bisschen. Für meine Mama habe ich auch noch diesen Schokoladenwein mal mit reingepackt, den ich von... Ich glaube, Scarvy and Ray oder so war der mit drin. Keine Ahnung. Der war richtig gut. Jedenfalls haben andere das gesagt, aber ich trinke ja nicht wirklich Alkohol. Das hier wird auch mit reinwandern. Kann sie sich drüber freuen. Likör 43 mit Milch habe ich damals auch richtig, richtig gerne getrunken. Ja. Ich glaube, der ist auch schon so, oder? Kann nur sein. Naja. Ist auf jeden Fall cool. Jetzt habe ich was von Scarvy and Ray. Das kriegt die Mama von meinem Freund. Von Scarvy and Ray ein Prosecco. Wäre es ein Piccolo, wäre es noch besser gewesen. ja, also das ist ziemlich cool. Das kann man der Mama, der Schwiegermama in Spee, wem auch immer, sehr gut schenken. Da freuen die sich bestimmt drüber. So ein schönes Proseccochen. Ja, ne? Cool. Oh ja, hier ist das drin, was auch auf dem Flyer da vorne abgebildet war. Das ist fruchtreich. Reich an Frucht. 70% Frucht. Rosenmarille. Gucke mal. Das sieht aber cool aus, oder? Das mache ich doch gleich direkt mal auf und gehe da einfach mal ganz stumpf mit dem Finger rein, oder? Ich glaube, das kann man wohl machen. Ja, komm. Ich habe so wenig hier probiert, dann kann ich auch das mal probieren. Ich glaube, Marillen schmecken auch so ein bisschen wie Aprikose oder so, ne? Erstmal mit dem Finger reingehen, ist vollkommen in Ordnung. Hände sind ja gewaschen. Schmeckt wirklich gut. Schmeckt wirklich fruchtig und nicht zu süß. Es, ja, schmeckt gut. Das mache ich mir gerne auf mein Butterbrot. Ich esse auch wirklich gerne Käse mit Marmelade. Das würde ich dann eher auf Frischkäse machen, weil es halt so sommerlich frisch schmeckt. Also mega, mega lecker. Echt.
Ich möchte mehr probieren hier. Komm, hau raus hier. Von Lindt, Mini-Pralines. Die kenne ich, die mag ich, die finde ich super. Kleine, feine, neuen Kostbarkeiten. Ja, die werde ich mir jetzt auch mal gönnen. Ne? Also hinten steht noch ein Preis drauf, läuft. Wie das halt immer so ist. So, mache ich erstmal hier ab. Ach guck, so lange ist es auch gar nicht haltbar, ne? Bis 07.2019 muss man reinhauen. Das kriege ich hin. Die werden heute Abend leer. Ja, ich glaube, jeder weiß, wie denn Pralines aussehen, ne? Also das ist jetzt hier mit so einer goldenen Folie vorne drauf. Und ja, so sehen die dann aus. Und das sind, glaube ich, die ganz klassischen, wenn ich das so sehe. Also die blauen sind ja eher die klassischen mit Milchcreme und sowas alle. Ja, aber ich weiß, wie die schmecken, aber ich finde sie so lecker, ne? Ich nasche mir jetzt ein. Nehmen wir einfach mal den, diese Pöttchen, die finde ich ja immer richtig toll, ne? Sehr lecker. Hätte man verschenken können, aber ich habe Hunger. Ein Getränk. Tao Pure Infusion. Orange Blossom Lemon Black Tea. Mhm. Das wird auch frisch schmecken, denke ich mal. So sieht das Produkt aus. Low Calorie. Ja gut, ne? Das kann man sich wohl denken. Bei den Inhalten. Oh, jetzt nach der süßen Schokolade erstmal schön den sauren Eistee, ne? Prost! Riecht gut. Oh, das schmeckt gut. Das schmeckt richtig, richtig gut. Ganz natürlich, nur ein ganz dezenter Geschmack. Also ich denke, dass das einfach auch eine sehr gute Geschichte sein wird, wenn es draußen richtig heiß ist, ne? Passt jetzt nicht unbedingt zum Muttertag, aber zur Zeit passt es einfach. Ja, auch wenn es gerade echt kalt ist und es morgen schneien soll, aber... Was soll's. Lecker. Dann habe ich hier drin ein Kakaosnack Dark Nip. Kakao, Haselnuss und Nips. Was sind Nips? Das Sweet Elephant Versprechen. Für uns selbstverständlich fairer Handel. Pure Energy, ganz natürlich, ohne industriellen Zucker. Wir werden 360 Grad rundum nachhaltig. Okay. Viel Kakao, dunkel und lecker. Mit Dark Nip treffe ich die Geschmäcker, dachte der Sweet Elephant und verpackte die nächste Tafel. What? Für Menschen wie dich, die 100% natürlichen und fairen Snackgenuss lieben. Richtig gute Energie, richtig gut hergestellt. Sorglos ins Altpapier, ohne Plastik oder Aluminium. Ach, guck mal, auch das hier. Das ist aber cool, ne? Diese schwarze Umverpackung ist dann auch ganz normal, ja, Papiermüll. Ja, von My Sweet Elephant. Kann Spuren von guter Laune enthalten. Ja, bitte. Dann möchte ich das bitte mal sehen. Das sieht doch mega nice aus. Du hast hier richtig einen Elefanten vorne drauf, ne? Och, wie süß. Das gefällt mir. Von hinten ist es so ein bisschen uneben. Das sieht auch schön aus. Da siehst du richtig die Haselnüsse und so. Nom. So, ich habe jetzt ein kleines Stückchen mehr abgebrochen. Für mich ist die Schokolade etwas zu dunkel. Das ist eher was für meinen Freund. Ja. Schmeckt gut, wenn man dunkle Schokolade mag. Sagen wir es mal so. Ja, habe ich jetzt wieder eingepackt, dann kann er sich gleich drüber freuen. Ich werde mir dann die Lindt-Schokolade schnappen und er darf sich den Elefanten schnappen. Dann kommen wir mal zum letzten Produkt in der Box und das kenne ich schon, das mag ich auch gerne. Das hatte ich letztens auch in der Barbara-Box oder in der Brigitte-Box drin und habe die ganze Tüte einfach beim Schneiden leer gegessen. Komplett. Und zwar ist das von Klaasen Bio Superfood Mix aus kontrolliertem biologischen Anbau. Und das ist so ein Studentenfutter. Mega lecker. Oh. Eine Bio-Nussfruchtmischung. So, und hier hast du drin Cranberries, Cashewkerne, Mandeln, Goji-Beeren, Kürbiskerne und Walnüsse. So, jetzt nehme ich mir mal einmal bitte alles in die Hand. Von allem einmal alles. Und ja, nehme mir mal die geballte Superfood-Power. Ja, und jetzt ist die Box auch schon wieder leer. Und ich habe immer noch Hunger. Ich werde den Rest gleich aufessen, ja. Ja,
also ich fand die Box eigentlich ganz cool. Passt auch schon irgendwie zum Muttertag, zum Mai. Hat mir gut gefallen. Also mich haben sie glücklich gemacht. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch gleich satt werden, weil ich bestimmt das Superfood aufessen werde. Vielleicht mache ich auch gleich noch ein Porridge. Mal gucken. Muss ich gleich mal meinen Freund fragen, worauf er auch so noch so irgendwie Bock und Hunger hat. Ja, egal. Wie dem auch sei... Was ist hier los? Wie dem auch sei, ich blende hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ist erfahrungsgemäß immer so 20 bis 25 Euro. Könnte hier auch ganz gut hinkommen. Ansonsten, zu der Verlosung findest du alles unten in der Infobox. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ja, und ich wünsche dir einfach mal einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!